Curry, wir werden beschossen! Von der Insel! Oh, nee. Ja, von der fucking Insel! Weg von der scheiß Insel, Alter! Dann müssen wir die Folge wieder anfangen. Komm, ja, müssen wir, müssen wir. NPCs. Warte, starte. Okay. Fahr einfach weg von dieser Kackinsel, ey. Hallo und herzlich willkommen zurück. Wir werden gerade wir wollten ganz kurz zwischen den Pausen eine Minute Pause machen, zwischen den Folgen. Und dann werden wir von der Insel beschossen gerade. Die trifft aber nicht. Wir sind weit genug, glaube ich. Weiter rechts, Erik. Du musst weiter rechts einlenken. So, ganz Loch, rechts. Da ist ein Fels. Ich glaube, das beschossen muss... wir an und eine Heulkiste. Ja, aber fahr rechts an dem vorbei. Ja, Alter, das schaffe ich nicht. Ich muss, ja, ich muss links an dem vorbei. Ja, oder links. Dann fahr links an dem vorbei. Okay, aber wir haben nicht... Wir haben nicht allzu viel abgedeckt. Der ist auf der Insel drauf. Der ist auf der Insel drauf. Das müssen NPCs sein, glaube ich. Ja, es sind 100 pro NPCs. Also ganz ehrlich, das ist so eine Schuss, so eine Treffsicherheit. Siehst du was? Ja, ich sehe gar nicht. Da ist doch kein Schiff oder so. Ich habe auch von der Seite kein Schiff gesehen. Da. Das sind Skelette? Ach krass. Ja, wahrscheinlich. Ja, geil. Ja, das sind Skelette gewesen. Okay, wir fahren weg von ihm. Sind alle Löcher gestopft? Ja. Okay, sehr gut. Sehr gut. Curry, merkt ihr aber, welche Insel das ist da hinten? Merkt ihr die mal? Ja, oh, ich schau mal kurz. So, ich muss jetzt ganz kurz hier irgendwie durchnavigieren. Das ist die Plunder Valley. Also, da gibt es bestimmt Sachen zu holen. Das ist aber wahrscheinlich gut bewacht. Ich glaube auch. Okay, vielleicht, Erik, du fährst jetzt gerade auf eine Insel zu. Wenn du an einem Felsen ich fahr hier, zwischendurch. Alles gut. Okay, alles klar. Kein Problem. Zwei Daumen, Alter. Mit zwei Daumen sieht es hier aus, die Insel. Die Felsen da. Wir haben es fast geschafft. Ja, cool. Stückchen weiter nach rechts, genau. Ne, jetzt muss ich doch mal nach links gegensteuern, damit wir gerade kommen. Und jetzt geradeaus, das müsste gehen. Schöne, die Ente, die sich eine Hand anguckt, oder was auch immer das hier ist. Ja. So. Okay, jetzt einfach schnurstracks geradeaus und dann kommen wir genau auf die Insel drauf. Alles gut. Ich gehe mal auf den Aufdruck. Hat jemand noch die Kiste im Blick, falls es wieder anfängt zu heulen? Ich geh mal wieder nach unten, aber ich höre den alles ja. Klar. Du bist die Kistenmutter fahren. Ja. Hier links ist, auch eine richtig krasse Festung auf der. Ja, das können wir alles noch irgendwann sehen. Aber wichtig ist, glaube ich, wirklich erstmal, dass wir die Kisten wegbringen. Ja. Boah, das Wasser. Ich will ins Wasser reinspringen. Das sieht so geil aus. Ich will da rein einfach. Erik, wir fahren genau auf eine Insel zu. Du musst leicht links. Leicht links. Jo, alles klar. Siehst du da hinten die Insel, Tobi? Die platte Insel, das ist die zwischen den beiden Felsen da. Ja. So, leicht links ist gut. So. Hast ein bisschen Gegenwind da unten. Alles klar. Das passt. Leichte Kurskorrektur. Damit doch. So. Tobi, Alter. Oh mein Gott, ist das schön. Pan, geh mal auf den Ausguck. Einfach schon zum Spaß. Ich kann nicht. Nee, du musst die Kiste bewachen. Alles gut. Entschuldigung. Wir sind schon drauf. Ich kann ja auch mal die Kiste bewachen gehen. Okay, Alter, okay. Tobi. Also, wo ist er? So läuft das, Mann. Curry? Okay, Erik, rechts. Okay, habe ich mir gedacht, deswegen frage ich. Hart rechts. So, ja, bin dabei. Hallo, Hart Backboard oder andere. Hey, sei lieb zu mir. Ich weiß nicht, ob du die Insel siehst. Ist das die geradeaus? Die flache Insel ist das. Wondrous Reef. Ja, okay. Auf die nach Ferne da hinten, ne? Genau, da steuerst du jetzt gleich drauf zu. Ich glaube, so passt das. Okay. So, warte. Ich muss noch beidrehen. Steuer ein bisschen, genau. So, warte. Hässliches Vieh. Oh, vor uns sind Vögel. Vorsicht, rechts, hart rechts. Oh, ja, Vögel. Von wegen Vögel. Das sind Bomben. Oh nein. Okay, haben wir. Alles gut. Okay. Kannst wieder beilenken. Alter, die haben das knapp. Boah, die hätte ich als... Und vor allem Lachmöwen bei den Fässern, Alter. Ja, das sind... Schon wieder werden beschossen. Oh, von NPCs. Oh mein Gott. Oh Gott, scheiße. Was soll das denn? Wir wollen doch nur die Truhen abgeben. Ich schieß mal zurück, die Drecksfixer. Boah. Das bringt nichts, das sind die Skelette, glaube ich. Löcher. Ich bin unterwegs. Ich passe auch meine Kisten auf hier. Wo ist das noch? Das muss weiter unten sein. Nein, die Kiste. Okay, Löcher stopfen erst Löcher stopfen. Können wir die Kiste bitte einfach über Bord werfen? Nein. Die Kiste ist das Piratenleben ist nicht einfach, nein, du. Dauert noch, bis wir da wird gleich was Schönes drin. Wir sind gleich da. Wir müssen noch ein Stück fahren, aber wir sind fast da. Alter, die ist so laut. Hey, lass die Kiste in Ruhe, Tobi! Ja, ich hab mich auch irgendwie jetzt voll an die gebunden. Ich möchte, dass du die Kiste immer mit dir hast. Hör auf, dich an Schatzkisten zu binden! Es tut mir leid! Ehrlich, soll ich euch mal sagen, die Kiste ist ein Hurensohn? Ja, Mann! Nein. Ja, Mann! Ja! Was? Ja! Ja, danke, Erik! Jetzt heult die noch lauter, toll, Tobi! Curry! Die muss einfach... Die muss aber auch mal wissen, dass sie nicht wegen jedem Scheiß heulen soll. Ei-Kiste! Ei-Kiste! Kiste Rangel!
Nein! Nein, die wird nicht aufgenommen. Küste Range. Die wird nicht aufgenommen, solange die so rumheult. Okay, Erik, warte mal kurz. Ja. Ich guck mal kurz auf die Karte. Ist es die Insel hier vorne oder? Nein. Wir müssen links, weiter links. Ach so, ich dachte, das wäre die Insel. Das war mein Fehler. Okay, alles klar. Ich hoffe nur, wir werden nicht beschossen von dieser Insel auch noch. Die Insel weiter links. Ist das vielleicht, weil wir die Kiste dabei haben? Ist die einfach so scheiße, dass alle einbeschießen? Ja, wahrscheinlich. Ich nehme mal ein bisschen Tempo raus. Ja. Okay. Aber vielleicht ist die ja verflucht. Tobi, ich seh das! Tobi! Was macht der denn schon wieder? Da stand der mit einer Waffe und hat sich dann ganz unschuldig neben die Kiste gestellt. Ich erzähle der Kiste jetzt meine Geschichte. Wie sie zum wurde. Alter! Boah, Alter, wie geil das gerade aussieht. Ja, mit dem Sonnenuntergang, ne? Ja, Traum. Okay, warte mal, ich guck mal kurz auf die Karte. Okay, perfekt. Einfach weiterdrehen, genau. Nein, Tobi, hör auf, lass die Scheiße, sonst gehst du auf die Planke. Ich auf die Planke? Ja. Die Wichskiste mit. Du wirst dich noch wundern, wie du guckst, wenn die Haie dann erstmal um dich herum schwimmen, mein Freund. Alles besser als diese Wichskiste, ganz ehrlich. Oh, Curry, ich beneide dich. Alter. Okay, wir fahren genau drauf zu. Land in sich! Tobi, willst du auch mal? Ja, was machst du? Alter, ist das geil. Wir haben voll den Linksdrall irgendwie gerade. Also Leute, ich würde euch echt mal empfehlen, kurz an Deck zu kommen, weil das ist wirklich wunderschön. Sail away, dream your dream, you can always well. Oh, der Tobi. Boah, das ist aber schön. Warte mal, guck mal hier, der Tobi. Wow, das ist voll geil. What a feeling, never been so easy. Boah, Tobi, Bacardi ich muss feeling. Machen. Warte mal. Huch. Achso, ich darf auch jetzt geil. Team. Alter. Boah, ist das geil. Boah, es sieht so schön gerade aus. Nee, das reicht ja irgendwo. Ich muss unbedingt Tobi zu. Alter, mit der Musik, ey. Komm, ey, Mann. Geh ruhig, Tobi. Geh ruhig. Ich geh oben drauf. Ah, nee, kann ich gar nicht. Ich muss bei der Kiste sein. Boah, ist das geil. Das ist die Insel, ne, Erik, wo wir gerade drauf sind. Ah, klar. Ich wünschte, wir wären wirklich da gerade. Ja. Nach all diesen Schwierigkeiten, die letzten Folgen. Alter, guck mal, wie friedlich der Tobi da vorne sitzt, wie geil. Ja, das sieht voll süß aus. Oh. Yeah. Sieht echt voll schön aus. Jetzt ist das eine feindliche Insel oder so. Ja, jetzt ist ein Outpost. Beschossen, ersoffen, Ende. Ja. Okay, warte mal. Alter! Wir sollten die Segel vielleicht rausnehmen, oder? Ja. Und Segel hoch, Leute. Wenn wir nicht eingeschult werden, alles gut. Segel hoch, Leute, sofort. Ja, sag mal, ich drück doch, was? Ich geh hier mit dir, du Agro-Heinz. Hä? Was? Ich bin kein Agro-Heinz. bei mir sieht die Insel voll komisch aus. Was war das denn? Ach, das war Gewitter. Bei mir ist die Insel irgendwie noch nicht nachgeladen. Huch. Bitte. Hä, ist voll die kleine Insel. Anker raus? Huch, und das Licht aus. Hey, bei mir ist die Insel noch nicht nachgeladen. Die ist einfach so. Ein Blob oder was? Okay, Anker, hey, Anker, sofort! Ja. Oh mein Gott! Warte, alles gut. Okay, haben wir, perfekt. Okay, Kisten! Oh, die Missgeburt heult schon wieder. Ich nehme die jetzt mit. Oh, ja, Curry, mach mal. Aber wir müssen trotzdem das Wasser. Ja, ich mach das weg. Aus dem Weg, heulende Kiste, aus dem Weg. Ach so. Mann! Heulende Kiste aus dem Weg. Ganz so, dass die Leute davon ganz viele Bilder malen werden und ich Nein! Doch! Nein! Doch, ich werde. Kann jemand die Kiste mit einer Windel malen, bitte? Was? Nein! Warum sollte das jemand machen? Was ist denn los mit der Frau? Weil die weint, die tut mir so leid. Sag mal, kann das sein, dass wir vielleicht hier auf einem verlassenen Ort. Nee, okay. Komm, komm die Kiste mit. Vielleicht jemand malen, wie sie gerade von ihren Mitschülern verprügelt wird? Das würde ich feiern. Würde ich auch retweeten, glaube ich. Hä? Warum geht mir das? Die Kiste ist doch gar nicht mehr hier unten, ne? Nee, die hat aufgehört. Schlagen wir trotzdem Leck, also kriegen wir trotzdem neues Wasser. Haben wir nein, Wasser nein, irgendwo? Nein. Ich sehe, doch, wir kriegen neues Wasser drin, irgendwie. Das kann aber nicht sein. Jetzt müsste es aufhören. Okay, lass mal, aber lieber beobachten, bevor wir jetzt alle auf die Insel gehen und das Ding läuft voll. Ja. Also da ist noch eine Kiste, ne? Die müssen wir auch mitnehmen. Ja. Okay. So, wo muss die hin? In eine Bar oder was? Ah, Tobi hat sie. Ja. Paar, nimm du die, du hast die gefunden. Ja. Die hier? Ne, nur ruhig. Oh Mann. Nein, nimm die Kiste. Wir teilen doch eh alles brüderlich. Die wird aber sowieso, glaube ich, auf alle aufgeteilt, tatsächlich. So. Automatisch schon. Okay, das ist gut.
Ja, wollen wir einfach mal auf die. Wollen wir einfach? Alter, nehm die verbohrte Kiste da vorne jetzt vor diesem Schiff runter. Alter, also, hey, was ist denn mit dir, Alter? Das ist Drecksding. So. Kann man denn so aggressiv sein? Boah, Eriks Arsch, ey. Das geil, ne? Der ist richtig geil. Tobi, du darfst nicht vergessen, Tobi, das ist Beute, ne? Da, ich weiß nicht, was da drin ist, aber. Mir egal. Da könnte Half-Life 3 drin sein, trotzdem ist es eine Mixkiste. Half-Life 3 ist geil, aber die Kiste ist scheiße. Das ist ein fettes Haus jetzt. Was ist das jetzt für ein fettes Haus hier? Da muss Erik wohnen. Ey, sag's nur wegen meinem geilen Arsch. Okay, hier ist auf jeden Fall eine Bar. Nenn mich bitte Captain Kardashian. Wo können wir die jetzt abliefern hier? Kardashian! Wo können wir die jetzt abliefern? Achso, hier. Also hier ist die Bar, aber die kauft ja nichts an, ne? Nee. Woher wisst ihr das denn mit dem... Warte, ja, aber Tobi, das wäre super. Hier geht noch eine Brücke rüber, da ist noch ein Haus. Achso, wir sind auf jeden Fall wieder Läden und so, das ist wieder so eine Laden in, glaube ich. Ja, das brauchen wir doch, ne? Ja. Warte, der Tobi liest ja gerade. Ich check mal kurz. Und der Erik auch, keine Ahnung. So, hier ist ein Haus, das verkauft aber Waffen. Ich glaube, da kann man, ja, hier ist noch kein Händler. Da kommt später... Once you find chest, you just need to duck up, then turn in at an outpost shipwright. Ja, wir sind ja Outpost. Genau. Hier ist ein Verkäufer, Shopkeeper, vielleicht der? Vielleicht der hier, guck mal, der hat hier so Schiffe bei... Oh, Alter, sind die Sachen teuer, aber es gibt so viele geile Sachen. Shipwright heißt das Ding, wo wir hin müssen. Shipwright? Okay, da hier ist ein Shopkeeper. Und was heißt das jetzt? Was ist der hier, oder was? Ah, hier, ja! Gold Hoarder, ist das? Chest of Sorrows. Ja, ja, ja! Okay, seid ihr verkauf sie! Da? Ja, verkauf sie! Der Tobi kommt nach, Tobi kommt nach. Okay, ich verkauf sie jetzt. Ja, verkauf sie! Sei endlich wieder glücklich! Chest of Sorrow sold! Ja! Geschenkt! Jeder kriegt 276! Ja, juppie! Juppie! Okay, seid ihr bereit? Ja. Gold Hoarders Reputation increased! Ja! Oh, warte! Oh! Alter. Drei! Alter, was passiert hier? Geil! Level 8! Wenn der Kiste noch Wasser drin gewesen wäre. Und Seaforce Chest, 95, ey, auch geil. Ey, das war echt eine gute Kiste, die wir gefunden haben. Ja, Mann. Ja, geil, ey, dann machen wir einfach Party. Ja, so, wo der ist eine Party. Und Level 4. Ja. Warte. Tanzen, bitte. Und warte, ich mach das, was ich am besten kann. Beutezug erfolgreich abgezogen. Yay. Ja, nachdem, was uns passiert ist, ist, glaube ich, ganz... Bei Emi müsste das, glaube ich, gehen. Also so viel Gold haben wir nicht, ne? Also wir müssen... Nee, eigentlich haben wir relativ wenig sogar. Oh, wir können jetzt nichts... Shopkeeper. Oh mein Gott. Hier kann man Schatzkarten kaufen. Man kann sich neue Instrumente... Was? Wo? Was? Bei dem hier kann man sich Schatzkarten, glaube ich, kaufen. Und drückt dann... Halt dann E gedrückt. Gold-Pikaroon oder was? Ich weiß, da ist ein Schatzkartensymbol rechts. Was das genau bedeutet, weiß ich nicht. Wo ist ein Schatz? Hier, Starter Voyages, da unten. Starter Voyages, es ist Stash of Dirty Grandy Preston. Für 34 Gold kann man die kaufen. Ich kaufe mir auch eine, jeder kauft sich eine andere. Das Stash of Captain Bones ist kostenlos, Alter. Oh, Tatsache, oh. Ja. Ja, hol ich mal. Half a day long, Okay, ich hole Grog Malt, hole ich jetzt. Ich hole okay? Dirty Grandy, hole ich. Jetzt hab ich den Kopf. Nice. Warte, ich guck mal ganz kurz. So. Wie mach ich das wieder weg? Ich hab eine geholt, die ist bei mir jetzt weg. Ich hab auch eine. Bei E gedrückt halten ist das aber nicht. Wir haben die gekauft. F? Oh, ich halte mal ganz kurz Ausschau nach fremden Schiffen. Oder haben wir jetzt gerade einen Schlüssel gekauft? Nee, oder? Ich bin mir nicht sicher. Nee, du kannst die einfach zu ihm bringen, ne? Die Kisten. Muss man ja nicht aufschließen. Okay, ich hab jetzt hier Klamotten. Wo ist die denn, dann? Würde ich mir lieber Waffen holen. Hä, hey, warte mal, was? Vielleicht, wenn du RB gedrückt hältst? Wo ist denn das? Was ist denn RB? Also Schatzkarten, ne? Schatzkarten kann man angeblich aufmachen, wenn man RB gedrückt hält. RB ist auch nix. Nee, E ist nix. Also ich sehe die Schatzkarte, sehe ich auch nirgends. Ja, das ist aber wirklich eine Karte, du hast recht. Müsste eigentlich sein, weil man kauft ja die Karte. Ja. Aber ich glaube... Nee, wir müssen noch eine Stufe höher kommen. Wir müssen Stufe 5 kommen. Grants Access to Gold Pickeroon Voyages.
Okay. Ach, und dann können wir das erst machen, oder was? Dann können wir das erst machen. Also wir müssen noch ein bisschen was finden. Auf zur nächsten Insel! Ja! Warte! Lass uns mal wegen ja, ganz kurz wegen Waffen gucken. Hier vorne können wir Waffen holen. Ja, aber die sind alle noch zu teuer, glaube ich. Ich hätte... Hier ist gar keiner drin in den Shop. Ach so, nee, der ist noch nicht da, der NPC. Das war momentan der ein normale Shopkeeper. Oh mein Gott, die Sonne geht auf! Oh, warte, ich will das sehen! Tobi, Alter. Boah, sieht das geil aus. Also, Klamotten können wir uns holen. Oh, wie cool. Meine Damen und Herren, Sie sehen die Symphonie einer fetten Frau. Rumpampumpa, rumpampum. Symphonie einer fetten Frau. Jetzt sieht's aus wie ein Heiligenschein. Ja, schön. Aus ein Heiligenschein aus Butter. Ach, cool. Boah, jetzt geht's richtig ab, Tobi, Alter. Jetzt geht's richtig steil. Ja, geil, unter Wasser. Itz. Tauchen, Mann. Tobi, Alter. Ich glaube, die Pan sucht immer noch Waffen. Geht voll ab, Alter. Weil der eine ja so gewonnen hat. Also es gibt hier den Shopkeeper, ne? Ich bin gerade bei dem. Da kannst du für 960 eine Blunderbuss kaufen und die hat er gehabt. Das ist momentan die krasseste Waffe im Spiel, wie es also aussieht. Haben die sich halt wirklich andere Waffen geholt. Okay. Ja, genau. Okay, dann gebe ich erstmal noch nichts aus. Ja, wir sollten okay, wir haben sparen. Anderen, wir haben sicherlich haben die hier Inseln in der Nähe, Leute. Ja, ich würde sagen, wir suchen uns die nächste Insel und dann go, ne? Ab, die nächste Schatzkiste wartet auf uns. In der nächsten Folge. Achso. Nein. In der nächsten Folge. Ciao. Bei mir ist das in der nächsten Folge. Ich bringe jetzt jeden Tag einen. Ciao. Was? Du laber doch nicht. Ey, jetzt geil, wie geil das hier aussieht. Leute, wir vergessen immer wieder die Fans, die Fässer. Wir brauchen unbedingt die Fans. Planken, ne? Die Fans. Oh, hast du die Fans stimmt. gesagt, Curry? Wir brauchen die Fans. Ich hab's genau gehört. Okay, ich hab 5 Stück wieder aufgesammelt. Ja, ich guck grad mal hier vor. Euer Plank. Bring die mal eben kurz rüber. Wir brauchen unbedingt viele Planken. Hier ist wieder eine Kiste. Hup. Cannonball. Eine Bananen. Wooden Plank. Ja, 2 Stück. Juhu. Hier sind noch 4 Planken. Ich kann leider nicht mehr nehmen. Alles klar. Bei dem großen Haus bei der Bar geht ein Steg links. Alter, das Schiff sieht unter Wasser nämlich auch sehr gut aus. Ja. Ich hüpfe gerade. So, hier sind noch überall Kisten. Okay, 10 Planken sind jetzt wieder im Lager. Ich hole noch mal welche. Hier sind auch ganz viele Planken. Ich brauche jeden von euch. Ja, wir müssen die wirklich alle mitnehmen. Dass das Schiff überhaupt hält, ist ein Rätsel. Ja. Kommt ihr alle mal hier rüber? Ja, warte, ich lade meine Planken gerade ab. Ich habe hier auch noch Fässer. Wo bist du, Pan? Hier vorne. Bei der Bar. So. Links von der Bar. Ja. Ich hüpf hier. Ach, da hinten. Ja, genau. Und das sind... Hier sind irgendwie... Ach, hier sind überall. Hier sind überall Planken. Wir müssen auf jeden Fall mal eben gleich unser komplettes Lager untersuchen. Haben. Ja. Richtig, wenn wir gerade hier beim Outpost sind. Boah, ist das schön hier. Alter, endlich mal keinen Sturm, ey. Das ist so krass. Vor allem, wie geil blau das Wasser auch ist. So, ne? Ich muss sagen, das hier ist bis jetzt meine Lieblingsinsel irgendwie. Ja. Das ist halt echt schönes. Ey. Ist halt nicht so hoch, aber das hat so was Karibisches irgendwie so. Ne, finde ich auch. Hier im Outpost. Herzlich willkommen bei Far Cry. Das andere fand ich irgendwie abenteuerlicher. Ja, stimmt. Da okay, 19. Boah. 19 Planken, aber wir müssen unsere Inventare am besten auch noch alle voll machen, ne? Ja, ich guck gerade mal nach, wie viele Kanonen. In der Bar gibt's auch noch Planken. Geil, alles klar. Ja, in der Bar sind auch noch Planken. Okay, wir haben jetzt, glaube ich, 19 Kanonenkugeln noch. Aber die habe ich hier auch, die kann ich auch auffüllen noch. Okay, Kanonenkugeln habe ich auch noch ein paar. So, 24 Wooden Planks haben wir. Gibt's hier noch was? Cannonball gibt's auch in der Bar. 6 Stück noch und 7 Planken. Okay, perfekt. Und Bananen gibt's da auch noch, falls jemand will. Perfekt. Ja, Bananen habe ich hier auch. Müssen wir die Bananenkiste auffüllen, eigentlich im Schiff? Ich guck gleich mal. Wir haben 24, glaube ich. Oh, okay. Ah, ich höre das Unwetter nah an. Was? Nein! Das darf nicht sein. Oh doch, da ist es wieder, ja. Ja. Als wenn es uns folgt. Hello darkness, my old friend. Eieieiei, die arme Jungfrau, die hat schon ordentlich was abgekriegt. Huch, was ist denn hier los?
Haie! Haie! Hallo, hallo, Haie! Die machen aber noch nichts, die Haie, kann das sein? Ich hab die gute Laune. Sieht so aus, ich bin gerade voll gegengewünscht. Hier sind 11 Dinger drin, wir haben jetzt also wieder ein bisschen was. Oh, hier sind 19, sehr schön. Was denn? Kanonenbälle. Kanonenbälle, was sagst du denn? Das sind aber schöne Kanonenbälle, die du da hast. Wrecking-Bälle sind da drin. 17 Bananen haben wir noch. Okay, Kanonenkugeln haben wir jetzt 29 in der Truhe. Ah, perfekt. So, ich habe weitere 4 Bananen, weitere 4 Wooden Planks. Wie viel geht denn eigentlich rein, sag mal? Generell so. Ich glaube auf jeden Fall viel. So, wir sollten das so weit füllen wie möglich, nur damit wir dann unser Schiff verlieren. Aber wie sieht das Wasser denn gerade aus, Alter? Das ist ein Traum. Hallo, Haie. Holy shit, ey, wie schön. Ich hoffe, ich werde nicht. Wie ist das eigentlich? Geht jemand mit mir baden? Was? Also grundsätzlich. Alter, der hat sich ausgezogen! Was? Geht jemand mit mir baden oder? Tobi, warum? Hat der. Was hast denn du für den Namen? Tobi, warte mal, ich komm mit. Geh mit mir baden, Gary. Der hat sich wieder besoffen. Der kotzt jetzt nackt oder was? Komm, Gary, geh mit mir baden, Gary. In dem Hai sind irgendwie Harpunen drin. Wahrscheinlich hat schon jemand drauf geschossen. Krass. Wo seid ihr? Das wäre auch geil. Boah, ja. Und dann, wenn wieder so ein Typ auf die Brücke kommt, der da nicht hingehört, einfach fett Harpunen im Bauch. An den Masten nageln, dass er nicht respawnen kann und dann einfach mitnehmen als Galionsfigur. Warte, Tobi, wir besaufen uns jetzt, dann spielen wir Musik. Okay, pass auf. Ich komm gar nicht an den Tank hier ran. Wir sind eine besoffene Band. Tor! Sorry. Nein! Was denn? Heißt Hai. Oh. Fast gestorben. Oh. Ich hab das ganze Ding weggeext, Alter. Und noch einen. Gary, lass mich mal durch. Tu dir selber einen Gefallen, Captain, und komm nicht unter Deck. Und eine Bulle voll. Echt nicht schön anzusehen. Was ist mit der Crew? Ich musste gerade noch Geschäfte machen. Was ist mit der Crew? Wo sind die Haie? Wir kotzen die einfach vor. Alter, du hast mir ins Gesicht gekotzt. Die sind hier nackt und kotzen sich an. Warum? Ich sehe nichts mehr. Huch. Ich bin draußen und ich höre nur Kotzgeräusche. Das ist ein Traum. Alter, wer war das? Alter, wer... Tobi, lass uns Musik machen. Ihr wischt das alles auf mit euren eigenen Klamotten. Ah, gut. Und ja. Zwei Haie. Ja. Aber ich glaube, die Haie tun nichts. Alter. Oh, dann auch lieber volle Breitseite mit dem Feind, Alter. Komm, Tobi, wir sind eine Band. Ich glaube, wir kriegen Besuch. Was? Alles klar. Oh nein, das geht nicht. Ich bin besoffen, das geht nicht. Ja, so. Ach, fuck. Okay, in der Ferne. Ja. Bitte mal. Ich an Norden. Norden erkenne ich ein Schiff, das fährt gerade hinter dem Feld. Okay. Ankerlichten, Freunde. Ganz kurz, Ankerlichten. Wo wollt ihr denn jetzt hinfahren? Wo wollt ihr hin? Ja, einfach, wenn da hier gerade ein Schiff ist, dann würde ich gerne einsatzbereit sein. Vorsichtshalber! Sieht so aus, die Frikadelle! Es ist so unfassbar! Was soll das denn heißen? Bitte die Wahrscheinlichkeit! Was soll das denn heißen? Ja, gar nicht. Ich geh mich mal gerade wieder anziehen, warte mal, Leute. Nein, ich bleib jetzt nackt. So, ich mach da gleich mal mit. Okay, so, können wir bitte Segel setzen, damit Curry sehen können? Alter, Curry, das ist voll die Narbe am Rücken, da fehlt voll das Stück Fleisch. Lass mich in Ruhe, das hat der Tobi rausgebissen. Segel gesetzt! So, jawohl, hinten auch. Und das Unwetter kam gerade über uns. Willst du die voll setzen? Nee, alles gut, passt schon so, das ist gut. Okay, wir fahren jetzt einfach random Inseln an, oder? Ja, wollt ihr euch mal eine Insel raussuchen? Ich würde sagen, wir fahren geradeaus und dann nehmen wir die nächste, die kommt, oder? Bis später. Also geradeaus sehe ich zum Beispiel schon eine, da wo das... Das war echt eine coole Insel. Ja. Ne, ich mochte die auch. Hier, guck mal, hier links. Hol mal deinen Kompass raus, Erik, dann weiß ich direkt Bescheid, wo du meinst. Warte. Auf Osten, ja, ganz leicht Richtung Osten noch. Da ist noch eine Insel. Okay. Ist jemand auf dem Ausguck gerade? Ja, ich. Okay, perfekt. Die Insel ist quasi die Nachbarinsel. Ich dachte, vielleicht haben wir da auch Glück. Warum nicht? Wie weit muss ich noch beidrehen?
Warte. Stückchen noch. Meinst du die jetzt, wo wir genau drauf zufahren? Ja, genau. Okay. Da ist auch ein Wrack. Ich meine, warum nicht? Ein Wrack oder diese Fässer? Und hier rechts ist das genau. Scheiß Gewitter, ey. Ja, da fahren wir jetzt nicht rein, das kannst du vergessen. Da fahren wir ganz bestimmt nicht rein. Alter, voller Tornado. Das ist halt echt so, das ist halt wirklich riesig, ne? Und wir haben gesehen, was passiert, wenn wir da reinfahren. Ja. Wenn wir da reinfahren, das machen wir nicht mehr. Und der Tobi spielt. Wo waren wir? Tobi spielt schon wieder Musik, ey. Das ist bei Erik. Achso. Stell dir vor. Ja. Es gibt ein Event, wenn das Spiel draußen ist, gibt es ein Event. Voll geil. Mit dem fliegenden Holländer. Das dann ganz selten Alter. Auftaucht. Boah, das wäre so geil. Dann kannst du so einen epischen Boss. Vor allem, das, ja, es gibt ja wirklich so Möglichkeiten, dass du irgendwie so. Oder Blackbeard oder sowas, ne? Boah, das wäre so. Oh, warte mal, rechts sind Vögel, ne? Ja, genau. Ja, entweder Fässer oder. Den, okay, wir nehmen. Nee, zu den Vögeln wollen wir erstmal noch nicht, vorsichtshalber, sondern lieber zur Insel. Ich glaube, das sind eher Bomben, oder? Ja, glaube ich nämlich auch. Also ich sehe keine. Also ich sehe nichts, ich sehe nichts auf dem Wasser. Nee, ich sehe nichts auf dem Wasser. Dann sind es, glaube ich, ist ein Schiff. Da ist ein Schiff hinten zwischen den Felsen. Was? Zwischen den beiden Daumen. Ja, da ist ein Schiff. Zwischen den beiden Felsen, ja, ich sehe es. Ah, ja. Okay, wollt ihr auf die Insel? Ja, lieber auf die Insel. Oh mein Gott, nee, das ist die Insel. Alles klar, wir fahren vielleicht nicht auf die Insel. Vielleicht nehmen wir doch eine andere. Problem ist, da hinten ist ein Schiff. Insel. Problem ist, da hinten ist ein Schiff. Dann wollen wir nicht auf die Insel hier fahren und einfach die wegbumsen, das sind nur NPCs. Hä? Aber die zerlegen unser Schiff, bevor wir da sind. Ja, die zerlegen unser Schiff komplett gerade. Ist eine Kanone. Warte, ich könnte mal machen, aber wir haben immer noch. Rechts ist auch ein Schiff. Okay, nee, dann auf Südwesten. Das ist kein Schiff, das ist nur eine Attrappe. Keine Sorge. Echt? Ach krass. Das zwischen dem Sturm und der Insel meinst du, ne? Ja. Ist nur eine Attrappe. Okay. Alles klar, Captain. Aber der Einmaster segelt zu der anderen Insel. Wenn wir das ein bisschen abpassen, wenn die uns nicht sehen, können wir das Schiff auch so ausrauben. Ja. Okay, wir drehen, wir kommen von hinten ran. Tobi, warum bist du ja immer noch nackt? Okay, bitte kurz kontrollieren, sind die Kanonen geladen? Die Kanonen sind sowas von geladen. Wobei, die fahren hier das aus. Das siehst rum, du ja, also die haben ja alle ihren Noppel draußen. Also sehen uns bestimmt. Ich beobachte die mal. Ich weiß ja nicht, wollt ihr. Oh, die kommen jetzt. Entweder fahren die außen rum oder die kommen zu uns. Ich seh's. Ja, sollen sie mal, Alter. Wir sind bereit. Diesmal sind wir bereit. Weißt du, wollt ihr Spannungsbogen aufbauen? Nächste Folge? Ja. Nächste Folge geht in die Schlacht, Leute. Alles klar. HWS Crew. HWS Crew in der nächsten Folge. Ciao mit V. Tschüss. Alles klar, Kinder. Ei, Captain. Ja.